Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Mario Kart Wii vom LP Hendrik DX in Klammern Power Driver 28. Ich weiß immer noch nie richtig, was für ein Pseudonym ich nehmen soll. Aber erstmal hier die Gruppe und dann. Meine Lieblingsstrecke ist Mondblickstraße. Und ich muss mein Handy mal befestigen, so richtig, damit es auch bappen bleibt. Weil mein Handyständer, der fällt gerne mal runter. Und wenn der Handyständer nicht richtig am Tisch bappen möchte, muss ich natürlich immer festmachen. Ihr hört, ich spiele mit Wiimote und Nunchuck. Nochmal hier schön meine Handschlaufe drum machen. Das bringt. Wir machen immer ein Rennen pro Part, pro Lobby in diesem Let's Play. Denn mehr will ich einfach auch nicht auf meinem Video drauf haben. Denn mehr auf meinem Tonband drauf zu haben, ist nicht gut. Oder auf meinem Filmband drauf zu haben. Denn ihr kennt mich, ich bin so jemand, der gerne kürzere Videos aufnimmt. Und ich nehme das an einem schönen Donnerstagabend hier auf. Wo alle schön an das Wochenende denken. Weil ich muss dann noch rendern, Text machen. Dann muss ich noch ein Thumbnail einfügen. Und das alles, weil ihr wollt ja auch natürlich das volle Video sehen. Also habe ich mir mal ausgerechnet, wie lange... Heute soll es um das Thema Fertigpizzateig gehen. Heute soll es ums Thema Fertigpizzateig gehen, denn... Was ist eure Meinung? Schreibt es mal in die Kommentare. Was haltet ihr von Fertigpizzateig? Macht es für euch Sinn, welchen zu kaufen, oder macht ihr euren Teig lieber selber? Ihr könnt abstimmen. Fertig versus selber Teig. Weil von diesem Fertigteig, zum Beispiel der von Edeka, von dem halte ich nichts persönlich, weil ich mag Fertigteig überhaupt nicht. Ich würde mich erst gar nicht trauen, den anzufassen. Wenn ihr meint, was ich mit Bappig meinte. Da würde ich mich halt irgendwie komisch fühlen. Und natürlich wurde ich immer wieder in eine Falle gelegt. Aber wir machen uns nichts daraus. Endlich mal drei Pilze. Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Hier so mit, schon mit einem Stern hier rein. So, jetzt reden wir weiter über den Pizzateig. Also, Fertigpizzateig kann ich euch nicht empfehlen. Wer es isst, der isst es halt gerne. Wer es nicht isst, der lasst es halt sein. So kann man es ungefähr sagen. Was ist eure Meinung von Fertigpizzateig? Ich habe ja gerade eben schon gesagt, schreibt in die Kommentare. Damit ich auch eine Meinung von euch habe. Über Fertigpizzateig. Ihr könnt auch schreiben, ob ihr selber gemachten Teig oder Fertigpizzateig lieber mögt. Ich habe ja gesagt, der vom Edeka ist nichts für mich. Weil es halt einfach so... So, das war's schon wieder mit dem Part. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da reden wir weiter über den Fertigpizzateig. Und tschüss.